Heinrich, your reign of terror must end. You fool! You know as well as I that I cannot be destroyed. Prison, then. May the fates hold off the coming of the storm. Return to Castle Wolfenstein immediately. Notify Herr Himmler. We've found him. Ja, herzlich willkommen, liebe Linux-Freunde, hier bei GTOX TV und wir fangen eine neue Let's Play-Reihe an, und zwar Return to Castle Wolfenstein. Ja, das ist ja schon ein echter Klassiker und den habe ich mir schon vor ewigen Zeiten mal geholt. Habe ich mir importiert aus England, für 10 Pfund oder so, war recht günstig. Und jetzt habe ich kürzlich bei Ubuntu Users eine Anleitung gefunden, wie man dieses alte Spiel auf neuen Distributionen noch zum Laufen kriegen kann. Und wie man sieht, habe ich es geschafft. Zwar nur der Singleplayer, der Multiplayer läuft nicht, aber nun, der Multiplayer wird eh mittlerweile tot sein, deswegen ist das nicht ganz so schlimm. Begnügen wir uns also mit dem Singleplayer. So, wir spielen einfach mal den Singleplayer jetzt. Ich bin so oft Singleplayer gesagt. Wir starten einfach mal. Play. Und auf geht's. So, mein Skill-Level auswählen. Ich nehme einfach mal das Einfachste. Weil dann kommen wir relativ zügig durch. Und damals waren die Spieler noch richtig knackig, selbst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. So, los geht's. Nochmal ein kleines Intro jetzt, so ein Briefing. Da sitzt er. Oh, wer klopft denn da? Komm in. Ja, kommen Sie rein. Nehmen Sie reichlich Platz. Well, Jack, have we heard anything? Yes, sir. We've just received a coded transmission from Kessler, our contact in the Kreisau Circle. And? Both agents have been captured and are being held in Castle Wolfenstein. Damn. Call a meeting, Jack. Yes, sir. All right, gentlemen. So, gucken wir noch ein kleines Filmchen. Again by the numbers. What did we miss? Well, here's what we know. This is Castle Wolfenstein, located in the Harz Mountains of northern Germany, property of Heinrich Himmler. Now, we've known of the existence of Castle Wolfenstein for some time, but we've only recently heard reports from our Kreisau Circle contacts in the German resistance regarding bizarre occult rituals taking place there. Now, these characters are part of Himmler's newly formed SS Paranormal Division, a small but elite group comprised of members possessing above-average IQs and backgrounds with the occult and or paranormal. The one in charge is this woman, Helga von Bülow. Our Kreisau contact in one of the villages below the castle has informed us that she and other members of the division have been recently deployed to the area. The Kraut with the monocle is one Wilhelm Strasse, also known as Death's Head, a brilliant and ruthless scientist who heads up Himmler's Special Projects Division. Special Projects? It's marvelously vague.
Well, we know it encompasses all manner of advanced weapons research, including... Ja, Quake 3 Engine, da waren die Charaktere noch nicht ganz so hübsch und die Animationen sind noch ein bisschen hakelig. Charming. Aber es läuft. But at the moment we don't know how it ties in with this massive archaeological dig near Castle Wolfenstein. So, advanced weapons, rocketry, chemical and biological research. Now the occult. Still doesn't add up. Well, that's why we sent our boys in there. Jack, what are our options here? Well, we could send a backup team in behind them. Or we sit tight and hope that they can find a way out. It's your call, sir. Well, looks like we play the waiting game. Ja, dann lassen wir die mal abwarten und wir versuchen uns jetzt zu befreien aus den Fängen der Nazis. Wir sind ja Agent Blazkowicz. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Rang er hat. Hier kann man sich erstmal durchlesen. Wer das ungefähr unbedingt lesen möchte, der drückt einfach jetzt auf Pause. Ich mache weiter unterdessen. Das hört sich aber gefährlich an. Der scheint keinen Spaß zu haben, der Junge. Come in, Sergeant. Come in. Your orders, Herr Doktor. Go and get the other one. This one is almost finished. Jawohl. Jawohl. Schön, wie sie Englisch sprechen mit deutschen Akzent. Who do you work for? Na, er scheint zumindest noch ein bisschen zu leben. Oh, der lebt nicht mehr da oben drin. Ja, die Animationen sind auch noch nicht so super, aber das Spiel ist ja auch schon 12 Jahre alt oder so. Ich glaube, aus dem Jahr 2002 ist das. So, und jetzt stehen wir hier. Wir haben ein Messer. So, jetzt haben wir sogar eine Knarre mit 4 Schuss drin. Ne, mit 4 Magazinen, glaube ich. Jeweils 8 Schuss. So, das ist meine kleine Kerker. Die habe ich auch, ja, schöne Abende verbracht mit ihm hier. Haben uns gut unterhalten. War immer sehr, sehr angeregte Gespräche waren das. So, jetzt gehen wir mal hier weiter. Ziemlich schnell läuft der, ne? Es gibt nur schnell und ganz schnell. Also, hier kann man auch die Türen und so nicht aufmachen. Also, ist kein Rollenspiel. Also, ist noch ein guter, alter, sehr linearer Shooter. Jetzt müssen wir erstmal uns durch das Gemäuer kämpfen. Überall hängen die schönen Flaggen rum. Ist ja die ungeschnittene Version. So, haben wir ihn erstmal gemessert. Der lebt eh nicht mehr. So, dann können wir ihn nochmal hier. Oh, das findet er bestimmt nicht lustig. Ja, der ist schon tot, dann wird er ja schreien. So, hier haben wir nochmal irgendwelche Unterlagen, die wir jetzt gelesen haben. Oh, wir können die Karte hier kaputt machen. Das gibt bestimmt irgendwelche seltsamen Bonuspunkte. Der Stiefel auf Knochen, der Gute. So, gehen wir einfach mal weiter. So, was gibt's hier in den Zellen noch? Nichts. Äußerst komfortabel eingerichtet, wie wir sehen. Man konnte die Waffen auch mit Mausrad switchen irgendwie. Geht das nicht mehr? Oder geht das jetzt nur, weil ich nur eine Waffe habe? Nun ja. Hey, ist so, können wir die jetzt auch messern? Danke, Willi. Danke, Willi. Los, zeig dich. Ich hab die doch gesehen.
Es geht trotzdem nicht. Ich muss noch mal eben in den Optionen gucken. Move, Shot, Zoom in, Zoom out. Shoot, Next Weapon. Ach, scheiße. So wahrscheinlich, ne? Kann man die Controls irgendwie wieder auf ursprünglich setzen? Nee, ne? Egal, geht's denn jetzt? Ja, jetzt geht das. So. Wir könnten das Funkgerät noch kaputt machen. Machen wir einfach mal. Bam! So. Munition, Magazine, Medic. Wir können die Flaggen auch kaputt machen. Bringt zwar nichts, aber ich werde ja auch nicht alles kaputt machen jetzt. Das ist ja auch doof. So, erstmal nachladen. Also mal Unterlagen. Okay, das können wir auch kaputt machen. So. Treten was kaputt. So, was gibt's hier oben? Was steht da drauf? Phü. Toll. Phü. Hier ist nichts. Hier sehe ich auch nichts. So, gehen wir hier weiter. So. Jetzt haben sie mich bestimmt gehört, wenn ich jetzt hier lang gehe. Alarm ausmachen. Habe ich jetzt? Kommt keiner? Okay. Wow, da unten sitzt einer. Ich habe doch jemanden gehört. Hey, was? Ach, da oben. Doch, ich habe jetzt ein Fernglas. Kann ich ein bisschen mitgucken? Da ist einer. Ich muss den aber irgendwie da runterkriegen. Kann ich ihn nicht irgendwie ranzoomen? So, der ist tot. Ein bisschen Munition, dann gehen wir weiter. Einfach nach oben. Gucken, was uns da noch erwartet. So, du bist tot. Der ist da eh schon hin. So, weiter. Hier waren wir. Wenn irgendwo Leichen liegen, dann war ich da schon. Das kann ich mir schon mal merken. Ich glaube, hier unten war nämlich ein Geheimnis. Ja. So, hier bin ich hier im Startgebiet. Hier war ich ja schon. Sieht man gut daran, dass da wieder alle tot sind. So, hier bin ich jetzt im Erdgeschoss. Haha. So. Kommt noch mehr? So, Granaten und wieder Medic. Brauche ich nicht, ich bin voll. Schade, dass ich die nicht auf Vorrat mitnehmen kann. Ein bisschen Munition wieder. So. Halt, der hat eine Waffe. Hier. Ah, die Tür ist zu. Ich muss da oben lang. Ich habe das Spiel ja früher schon mal gespielt. Ich habe es nie durchgespielt. Ich bin ja mal gespannt, ob ich es jetzt schaffen werde. Ich habe es immer nur so ein bisschen angespielt und dann nicht weitergespielt, weil ich keine Lust mehr hatte. Aber diesmal nehme ich es wirklich vor. Die Story soll ja einigermaßen gut sein.
Deswegen mache ich mir jetzt einfach mal zur Aufgabe, das durchzuspielen. Auch sehr schöne. Also für damalige Verhältnisse war die. Also man muss sich vorstellen, damals war das Top-Grafik. Kann ich echt nicht ranzoomen? Muss ich nochmal gucken. So. Erstmal einen Screenshot machen. So. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht irgendwie ranzoomen kann. Zoom in, zoom out. Vlog. Hört. Shoot. Z. Wir alternate. Das heißt also, wenn Z jetzt nicht geht, dann haben die Waffen keine Alternative. Die Granaten sowieso nicht. Der hat dann wohl keins. So, ich nehme weiter das Gewehr. Mahlzeit!